fast wie Quebec. Dieser Katalog wurde mir wieder von Quebec zugeschickt, in der Hoffnung, ich würde etwas kaufen. Dabei erhalten sie etwas viel Schöneres von mir, nämlich indirekte Werbung. Dies ist nicht gesponsert, aber es eignet sich sehr gut als ein ASMR. Und wir schauen uns jetzt diesen Katalog an mit diesen zwei Hilfsmitteln und natürlich meinen Händen auch als Hilfsmittel für das Tracing. Und es geht. Schöne natürliche Töne, Erdfarben, Erdtöne, zumindest in dem Modellraum hier, eine sehr, sehr angenehme Kombination, wie ich finde, besonders mit diesem erfrischenden Grün, welches sich auch wiederfindet. Dem Holzboden, das erinnert mich immer an einen Steg. An einen Steg. Und dazu, um das Ganze nicht zu dunkel und dominant zu gestalten, gibt es dann einen hellen cremefarbenen Teppich. Steht sogar auch hier unten links, Creme, Hellgrau, La Plata, Rosa, Mokka und Anthrazit. Bei diesen Teppichen gibt es immer so eine gewisse Ambivalenz, eine Zweischneidigkeit, Zwiespältigkeit. Denn sie sind sehr, sehr schwer zu reinigen. Man kann sie nicht in die Waschmaschine packen. Und sie ziehen den Dreck magisch an. Wahrscheinlich nur in der chemischen Reinigung oder eben einem Teppichladen reinigbar. Kuschelig weich, gerade für Kinder natürlich und für Tiere, für Hunde und Katzen. Aber wie gesagt, sehr schmutzempfindlich, vor allen Dingen dieser Farbton hier. Hier steht es auch nochmal, weiche Behaglichkeit. Steht neue niedrige Preise. Hier haben wir einen handgeknüpften Teppich. Circa 4000 Gramm pro Quadratmeter reine Schurwolle. Hier drüben ein echtes Rinderfell. Und wir haben auch wieder unser kleinen Psycho. Dieser kleine Hund, der bellt wirklich bei jedem Furz. Klein, aber muss immer den Mund aufreißen, das Maul.
Tips Only. Die Nummer 2. Birch Trees, also Birkenbäume. Die Nummer 3. Hogweed, Close Up. Beautiful. Hier haben wir Pampus oder Pampas Grass, das ich immer sehr schön finde. Time to relax. Pebble Stones, also Kieselsteine. White Pebbles steht als Name. 10.11, da muss ich immer gleich an meinen Geburtstag. Kissen oder puffiges Kissen und eine fluffige Decke. Und hier haben wir nun verschiedene Teppiche. Hier haben wir Stone Grey, Creme, Slate, Anthrazit, Cappuccino, Graphit und Pistazie. Sehr schön das Grün. Sisalteppich. Also das hier. Und dann noch ein Schaffell, ein XXL Schaffell. Und hier haben wir Flachgewebe. Mit Wolle oder sogar aus reiner Schurwolle in Steingrau, Naturbeige, hier ist auch noch mal eine Decke und hier haben wir auch noch einmal ein echtes Schaf. Sieht sehr, sehr flauschig aus. Aber in Kunst wäre es mir lieber. Echtes XXL Schaffell für schlappe 48,73. Wahnsinn. So günstig. So. Ein orangefarbenes Design.
besonders schön in der Kombination mit sanften, unauffälligeren Tönen. Dann wirkt es nicht so überladen und so erschlagend. Und der Teppich kommt sehr gut als Highlight im Raum zur Geltung, als wenn man jetzt auch noch die Wände orange oder gelb hätte. Ein sehr schönes Accessoire, ein schöner Blickfang. Kaschmirseide. Und dann so wenig Geld. Wow. Hier haben wir einen sehr großen 2,5 x 2,80 Meter für 500, knapp 84, 583, 91. Der hier ist 1,30 x 2,12 Meter. 78 cm x 1,25. Interessante Teppiche, nennt sich Vintage Teppich Giano. Giano in Royalblau. Dazu diese Decke wieder wie vorhin, nur in einem anderen Farbton. Ein Kissen hier oben. Und dann haben wir hier oben die verschiedenen Farbausführungen. Tenderness. Das hier soll Silber darstellen. Ich hätte es eher als Salbei bezeichnet. Hier haben wir Schnee, Sand, Cappuccino, Titan, Stahl, Beere. Und hier unten ist Salbei. Wie lustig. Das sieht für mich eher vielleicht eine Art Jägergrün aus. Und Klicklaminat darunter. Hier haben wir jetzt verschiedene Lampen.
interessant. Teppich Vintage wieder. Vintage Collage. Einen Velour-Teppichboden, also einen kompletten Teppichboden, nicht nur als Läufer. Hier haben wir Quarz, Champagner, Farn, Aqua und Petrol. Oh, ich finde, das sieht auch echt toll aus. Strukturteppichboden. Schöner Farbton, so goldig. Das ist Sisal. Und das hier unten ist Platin als Farbton. Reseda mit einem leichten Grünstich und einem bläulich-grauen Stone. Aber ich weiß nicht, woraus er gemacht ist, weil hier steht nicht, welches Material. Steht natürliche Ästhetik nicht allein für den Einsatz im gesamten Wohnbereich, sondern auch für Treppen geeignet. Antistatisch, pflegeleicht, für Allergiker empfohlen. 10 Farben. Ach, die guten alten Schlingenteppichböden, das kenne ich auch. Der Standardteppich. Oh, das sieht ja cool aus da oben. Das haben wir dort oben auch, einen Velour-Teppichboden Harvest. Der sieht gar nicht aus wie Velour. Der sieht eher aus wie Hochflor. Seide glänzender Velour, Soft Touch, 8 Farben. Wow, das ist ein Teppich. Da muss ich echt sagen, Respekt, wer sich so einen Teppich verlegen lässt. Flecken garantiert. Rotwein, Süßigkeiten, Essensspritzer, Limonade, selbst am Hosen, wenn man mit der Hose unten mal auf dem Knie rumrobbt. Kinder oder so beispielsweise. Das gibt schöne dunkle Flecken über die Zeit, den muss man wirklich extrem pflegen. Ich weiß nicht, ob man den auch nachimprägnieren kann, wenn man ihn wieder gereinigt hat. Ein schönes Kissen hier oben. Hier oben steht Verlegung auf Klettband. Das ist ja toll. Jetzt geschenkt. Die Lieferung und die Verlegung auf Klettband. Ja, das ist echt ein schönes Kissen, dieses G. Hier haben wir nochmal die Decke Tampere oder Tampere. Hier sehen wir die ganzen Farbtöne, die es gibt. Und hier unten nochmal die verschiedenen Farbtöne dieses Teppichs. Das sieht auch interessant aus. Schlingenteppichboden. Keita oder Keita. Jetzt kommt Laminat, Klicklaminat. Netter Farbton, schön warm, sonnig. Sieht auch ganz natürlich aus, zumindest auf dem Foto. Das ist wieder die etwas kühlere Abteilung. Hier steht ökologisch und nachhaltig. Klickvinyl, Planken, Green Balance. Innovative, einzigartige Premium, der Designboden. Die besondere Qualität von Green Balance resultiert aus dem 100% recycelfähigen Material. SPVC und phthalatfrei. Ceraminträgerplatte, hochwertige Dekorschicht. Durch die Sealtech-Oberflächenversiegelung. Hochbelastbar. Extrem robust und leicht zu reinigen. Wasserresistent, authentische Dekore mit fühlbarer Oberflächenstruktur. Gesamtstärke ca. 4,5 mm.
Akkus verlegbar. Auch wieder der Teppich, den hatten wir schon mal in einem Keyback-Katalog gesehen, oder Fliesen, oder was das ist, oder Vinyl, ja. Vinylrollenbarer. Savona, das sieht aus wie Fliesen. Interessant, so französisch. Das ist jetzt die Sanitär, die Badabteilung. Hier haben wir ein Badteppich, Bodega, Handtücher, also Malibu, schöner Name. Bambus, Box, Björn. Beidseitig verwendbar sogar der Teppich. Two in one. Oh, das sieht auch ganz schön aus hier. Toll. Ich finde auch die Kombination aus diesem Braun und dem Grün ganz schön. Hier haben wir Wäscheboxen. Früher hat man das auch mal Wäschekörbe genannt. Aber das hat was. Obwohl ich das Geflochtene noch mehr mag, ehrlich gesagt, sind mir zu viele Linien. Aber vielleicht magst du es, der Farbton ist schön dahinter. So ein zartes Sandfarben. Schön abgestimmt, auch wieder mit grünen Highlights. Und hier haben wir noch ein Handtuch. Ach süß, schau. Allerliebst, bunte Welt der Kinder. Kinderteppiche Kalahari und Norbert. Das ist Norbert, das Lama wahrscheinlich oder Alpaka. Und das ist Kalahari mit den ganzen afrikanischen Tieren. Boah, stell dir mal vor, ein Kinderzoo, ein Kinderzimmer mit diesem im Dach und dann diese riesige Fensterfront. Wow, Luxus. Das wäre ein Traum für mich gewesen. Das ist auch cool. Das ist das, wo man die Kinder misst, wie groß sie schon sind. Lichtbeständiger Kunstdruck. Oh, das ist auch voll niedlich, diese kleinen Körper. Kann man alles rein, ja, reingeben. Spandau, Hannover, Hanau, Weinheim, bei
und führt Steinach. Die sind ja auch schön aus die Handtücher. Santa Cruz, 50 cm mal 1 Meter. Super schön. Das gefällt mir auch wieder. Hier gibt es auch ein Vorteilspaket, dass man gleich 2 kauft. Ach nee, nicht 2, alle zusammen, glaube ich, wenn ich das richtig überblicke. Nee, auch nicht. Doch, alles zusammen würde normalerweise, also 2 Wäschehandschuhe, 2 Gästetücher, 2 Handtücher und 2 Duschtücher, würde normalerweise zusammen knapp 38 kosten. Wenn man sie sich jetzt eben kauft, dann für 24,37. Ja, meine Lieben, hier nochmal alles auf einen Haufen gezeigt. Die ganzen Felle und Decken. Sieht auch gemütlich aus hier. Dieses Hänge. Hänge etwas. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Du hast dich schön berieseln lassen vom Flüstern und von den schönen Bildern. Ich werde es mir jetzt noch ein wenig gemütlich machen. Ich habe hier eine schöne Kerze, so ein Teelicht, ein Orangen-Calcit-Teelicht. Schauen, ein Film oder eine Serie. Perfekte Zeit dafür. Ich wünsche dir